Hallo Leute! Hi. Ja, also es geht heute ab nach Medina. Medina kommt aus dem arabischen Medina, auch Silent City genannt, ganz wenige Einwohner und war früher die Hauptstadt von Malta. Genau, ja, dann geht es ab zur Blauen Grotte, ist auch sehr schön, kann man die Drohne steigen lassen. Dann fahren wir zum St. Peterspool. Das ist eine natürliche Bucht im Süden Maltas. Zu guter Letzt geht es dann ab nach Valletta. Da schauen wir sich eben die St. John's Kathedrale an und sonstige Sachen, die eben im Zentrum liegen. Und genau, und die Hauptstadt einfach mal. Genau, dann begeben wir uns mal hin. Yes. So Leute, sind vor den Pforten Medinas angelangt. Und jetzt schauen wir mal rein. So, mitten im Zentrum in Medina, vor der St. Paul's Kathedrale. Die wurde im 16. Jahrhundert von einem Erdbeben zerstört, wieder aufgebaut. Sehr beeindruckend. Es ist wirklich eine sehr kleine Stadt mit 243 Einwohnern, wenn ich mich nicht irre. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Übrigens, in Malta gibt es um die 365 Kirchen, also könnte jeder Einwohner jeden Tag eine neue besuchen, das ganze Jahr hindurch. Na, so gläubig sind sie. Kann man machen. Kann man machen. Wenn man Zeit hat. Also, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zur Blauen Grotte. Und da schauen wir uns die Blaue Grotte an. Wir sehen uns. Ehemalige britische Kolonie. Sieht man, gell? So, wir befinden uns jetzt hier auf der Blauen Grotte. Wir waren ja vorher noch in Medina. Diese Blaue Grotte ist ungefähr 28 Minuten entfernt mit dem Auto. Es gibt auch einen Parkplatz, also gleich daneben. Und der sagt, man kann ihm zahlen, wie viel man will. Also sehr cool. Und die Aussicht ist wunderschön. Wir haben wirklich den Blick aufs offene Meer. Bei angenehmen, gefühlte 28 Grad Celsius. Take one and make this, make it on your left hand, okay? So, you will make it there because it's a nice view. No, no, don't take it. What's up? That's
Wow, unbelievable. Wow, yeah, we were started. That's cool. Also dieser Adler ist anscheinend ein Star, der war in Eurovision. Auf dem Video, also check das mal ab. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ihr könnt es mal abchecken. Also ich werde es auch machen. Okay, it is Stella. She's 3 years old. Jesse is 12 years old. Wow. Make it close to you like this, okay? Like this? This is not as popular as those two, right? Oh. Later, okay. And so the idea of these watchtowers was to be a lookout for invading pirates. Ah. And these 30 towers, they are all within eyesight. In fact, now when you will be on the roof, if you look in that direction, you'll see a watchtower. And if you look in this direction, you will see another watchtower. Mm-hmm. And the reason was so they can communicate with each other. Auf der Suche nach der blauen Grotte, sind wir falsch oder befinden wir uns auf dem richtigen Weg? Wir werden gleich sehen. Ja, wir waren eben an der falschen Stelle. Also wir wollten ja ursprünglich die blaue Grotte von oben sehen, aber da befinden sich nur die Boote, mit denen du eben zur blauen Grotte hinfahren kannst. Jetzt haben wir sich da in zweiter Spur hingestellt, um eben bei dieser Viewpoint runterschauen zu dürfen. Schon ziemlich schön hier, aber es ist für den 1. November so richtig heiß. Also gefühlte 30 Grad. Ah, da ist sie. Wie ihr vorher gesehen habt, waren wir ja nicht bei der blauen Grotte, aber jetzt haben wir sie gefunden und sie ist atemberaubend schön. Also unglaublich. Sehr beeindruckend. Ja, und jetzt seht ihr das Ganze mit der Drohne. Der blauen Grotte herumgeflogen. Allerdings hat der Arthur nur noch 8% Akku am Handy und jeder, der ein iPhone hat, kennt, dass der Akku plötzlich auf 1% springen kann und so wäre die Drohne nicht mehr zurückgekommen. Daher ist der Drohnenflug etwas kurz gehalten, aber... Zurückgekommen wäre sie schon, aber... Ja. 30 Minuten warten, dass sie vor dir schwebt, macht auch nicht so einen guten Eindruck. Daher ist es besser, dass der Flug etwas kürzer geworden ist, aber ein paar tolle Aufnahmen sind sicher dabei. Und jetzt, wohin fahren wir jetzt? Zur St. Peters Pool. Also das ist eine natürliche Bucht oder Loch im Wasser. Also zumindest sieht man das meistens auf den Fotos oder Postkarten von Malta. Daher bewegen wir uns jetzt dorthin. Genau, und das Gute ist, da wir ja jetzt den 1. November haben, werden nicht so viele Leute dort sein. Ja, aber jetzt haben wir die Badesachen nicht mit, daher können wir auch nicht schwimmen.
leider. Naja. Ja. Bye-bye. Bye-bye. Unfall.